wir sind ganz zufällig hier vorbeigekommen, sind von der Autobahn abgebogen und haben das zufälligerweise gesehen. Also wir wussten gar nicht, dass sowas überhaupt stattfindet in der Welt. Ja, der Remlinger Eierlauf. Auch ich verfiel anfangs dem Irrglauben und dachte zunächst an jenes beliebte Geburtstagsspiel mit dem Löffel und dem Ei. Das sollte ein ganzes Dorf begeistern. Der Remlinger Eierlauf, das ist eigentlich unser Event des Jahres. Ja, am Anfang war das Ei und dann war das Huhn. Nein, das konnte es eigentlich nicht sein. Wer den Remlinger Eierlauf erleben will, muss früh aufstehen. Ab 8 meandrieren kleine Gruppen weiß gekleideter Gestalten durch die 5 Ortsviertel. Das Zehntbergviertel, das Köhlerviertel, das Kreuzenviertel, das Schwarze Viertel und die Yankee-Hälfte und sammeln Eier ein. Nach einer kleinen Stärkung, die natürlich ebenfalls aus Eiern besteht, geht es erst einmal zum Marktplatz, feierlich begleitet von einer Marschkapelle, die in alter Tradition unermüdlich den Fährberliner Reitermarsch spielt. Dort angekommen entscheidet das Los, wer in diesem Jahr der Läufer und wer in diesem Jahr der Sammler ist. Läufer und Sammler. Okay, das ist schon mal anders. Jetzt wird's kompliziert. Auf dem Sportplatz werden die vorher gesammelten Eier in einer Reihe ausgelegt, wobei zwischen jedem Ei 2 Fuß Abstand sein müssen. Insgesamt muss der Sammler schlussendlich 75 Eier einsammeln, wobei er mit dem ersten der Reihe beginnt und jeweils nur ein Ei transportieren darf. Der Läufer startet zeitgleich und muss zum 2130 Meter entfernten Eierlaufstein laufen, dort ein Ei zerschlagen und zum Festplatz zurückkommen. Wer zuerst fertig ist, hat gewonnen. Naja, es kommt halt auf die Stärke des Läufers oder des Sammlers an, aber eigentlich ist es immer ausgeglichen. Schön, damit wäre das geklärt. Aber warum sammeln erwachsene Männer Eier ein, trinken Bier mit Ei? Das ist praktisch eine Maß Bier und dann werden eben praktisch je nach Wunsch Eier reingeschlagen. Also hohe Eier, die werden reingeschlagen und dann verrührt. Schreien, Eierlauf schreien. Der Remlinger Eierlauf ist von einer Gräfin Kastell 1738. Musste die Remlinger immer Hebegebühren bezahlen. Ne? Also Abgabe. Ja, und dann hat sich das machen wir nicht mehr. Ne? Oder Eier gesammelt, die wird dann abgegeben. Und dann derzeit ist der Eierlauf so. Und der darf nur bei Kriegsbeginn, also bei Kriegszeiten, darf er ausfallen, sonst nie. Wenn der einmal ist angekommen, der ist nächstes Jahr nicht mehr da, darf er nicht mehr gemacht werden. Schluss. Ah ja, das heißt, jeder männliche Remlinger nimmt einmal in seinem Leben am Eierlauf teil. Das ist selbstverständlich. Das ist dann quasi so, brauchen Remlingen, dass jeder da durch muss. Das sind alles Jungseller noch. Unverheiratet, darf alle mitmachen. Früher hat es geheißen, darf nur Einheimische, jetzt darf er auswärtig zugezogen sind, darf ich jetzt auch mitmachen. Na dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Aber was machen die Schweizer hier? Nein, man darf so eine Partnergemeinschaft mit Remlingen und so. Sie kommen so aus dem Eierlauf und wir gehen zu ihnen zum Eierlauf. Ja, aus vergangenen Zeiten, aus dem Erzählen, wusste man, dass in Effingen auch ein Eierlesen stattfindet, also ähnlich des Eierlaufs. Und 1991 bin ich erstmal in die Schweiz gefahren und habe mich erkundigt. 1992 haben wir als Eierläufer das erste Mal den Effinger Eierlesen besucht. Und darauf folgend wurden weitere Besuche gegenseitige Zeit dann immer wieder veranstaltet und daraus resultiert diese Gemeinschaft und letztendlich auch diese Partnergemeinschaft der beiden Gemeinden Effingen und Remlingen. Es ist schon erstaunlich, was für Traditionen die Geschichte hervorbringt. Ich für meinen Teil werde den Eierlauf zumindest nicht mehr belächeln und mir auch im nächsten Jahr dieses Event nicht mehr durch die Lappen gehen lassen. Oh, I feel it. Oh, I feel it, baby. In my finger. In my finger. I feel it in my. In my.
in my toe. Oh, in my toe. Du musst aber den Rhythmus. The love is all around me. Ein Ei auf dem Boden.